Die Vorfreude steigt. In zwei Tagen geht es mit dem ersten Spiel der Österreicher gegen Ungarn los. Zlatko Junusovic und Julian Baumgartlinger sind schon voller Vorfreude, aber auch gewarnt. Ich glaube, unabhängig vom Gegner haben wir, glaube ich, in den ersten Spielen schon Eindruck bekommen, was es heißt, jetzt mal bei der EM aufzuschlagen, was das erste Spiel für alle für gewisse Nervosität mitbringt. Ich glaube, das war in alle Spiele ein bisschen ersichtlich, dass das jeden ein bisschen berührt hat. Trotzdem sind wir, glaube ich, jetzt schon heiß, dass es jetzt losgeht. Wir haben viel trainiert, sind jetzt seit 3 Wochen beisammen und jetzt wird es Zeit, dass wir wissen, warum wir da sind. Und die Vorfreude ist groß. Ich glaube, wir wissen, wie wir vorgehen wollen und ja, wir brennen auf jeden Fall. Wir werden sehen. Also Tagesverfassung wird auch entscheidend sein an diesem Tag. Und ja, also lassen wir es drauf ankommen. Ich hoffe, dass wir kreativ sind, dass wir, wie schon gesagt, Mut zum Risiko haben, dass wir uns auch durch Fehler jetzt nicht irgendwie beeinflussen lassen. Fehler werden passieren, das ist klar. Wichtig ist, dass wir diese dann gemeinsam ausmerzen und einfach schauen, dass wir unser Spiel spielen. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass wir auch irgendwie auf eine Art und Weise den Spaß entwickeln, dass wir gut drin sind in der Partie und einfach schauen, dass wir das Spiel gewinnen. Das Rezept für einen erfolgreichen Start scheint bekannt zu sein, auch wenn es sich sehr umfangreich anhört. Generell ist es wichtig, dass wir einfach flexibel sind und dass wir auf sehr viele heikle Situationen halt einfach vorbereitet sind, sprich Defensive, Offensive, je nachdem. Wir werden sehen, wie wir selber dieses Spiel anlegen werden, das werden wir noch ganz genau noch besprechen. Generell sehe ich die Partie als offen an. Großes Thema in Frankreich sind momentan die Ausschreitungen beim Spiel England gegen Russland. Die UEFA droht beiden Teams sogar mit einem Ausschluss. Ich habe auch mitbekommen, dass gerade die UEFA das Thema sehr ernst nimmt und auch eine Untersuchung bereits eingeleitet hat. Denn das können wir am wenigsten brauchen, wenn rundherum schon die Sicherheitsprobleme ohnehin sehr, sehr dominant sind, dass sozusagen noch die Fans als solches ein zusätzliches Gefahrmoment darstellen. Wenn man jetzt schon sieht, was wir allgemein für Sicherheitslage in Europa haben, allgemein was es für Probleme gibt mit den Bedrohungen und dass sie dann aber die Fußballfans in so einer friedlichen, schönen Atmosphäre dann gegenseitig nur einen zweiten Kriegsschauplatz aufmachen müssen. Es ist schade, gehört nicht dazu und ja, hoffe, dass es nicht mehr vorkommt. Eine besondere Bedeutung hat die EM auch für Djuri Garic, spielt er doch für seinen kürzlich verstorbenen Vater. Und der Grund, warum ich eben nicht abreise, ist halt eben das, weil das eben sein letzter Wunsch gewesen ist, weil er immer eigentlich den Fokus auf meine Karriere gesetzt hat und jeden Tag, was ich hier fehlen würde, wird nur meine Karriere schaden und das würde er nicht wollen. Und deswegen respektiere ich natürlich seinen letzten Wunsch, werde versuchen eben, wie gesagt, da so gut wie möglich meinen Teil dazu beizutragen, dass der Mannschaft dann gut geht. Auch wenn Österreich die Qualifikation souverän geschafft hat und Ungarn erst durchs Playoff weitergekommen ist, warnt ÖFB-Präsident Leo Windner. Es ist uns bewusst, dass es am Dienstag wieder bei 0 Punkten losgeht, dass wir eine sensationelle Quali gespielt haben, aber das ist in der Zwischenzeit ein Stück toller Sportgeschichte in Österreich und jetzt geht es darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen und da heißt es ganz von vorne und wieder unten beginnen, denn wir werden neu gemessen, bewogen und befunden. Für uns kann es losgehen. Wir sind jedenfalls bereit.